Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 Online. Hole das Skater-Merchandise ab. Ich habe hier von so einem Engländer habe ich eine Mission gerade bekommen. Ja, komm mit, ich habe ein Heli bestellt. Oh, das ist sehr praktisch. Warte mal, ich will mal gucken. Oh Gott, ja, wir müssen sowieso nach da unten. Ganz kurz wollte ich noch ein Auto kaufen. Aber das mache ich im Helikopter. Ja, kannst dich hinten reinsetzen. Da gibt's auch Champagner. Damn Champagne Bottles. Ihr kennt mich. Ich liebe das Leben und ich liebe Champagner. Nee, mag ich tatsächlich nicht. Ich mag auch keinen Sekt. Irgendwie ist das alles nicht so meine. Nee. Der goldene Helikopter natürlich. Der goldene Helikopter mit Champagner hinten drin. Oh ja. Und wenn du in First Person gehst, mal, du kannst ihn trinken. Oh ja. Oh, warte, ich möchte. Sheesh. So, ich werde jetzt mal gucken im Internet, was da denn so abgeht. Okay, nee, nicht. Genau, es muss Teil von Los Santos Tuners sein. Oh, das ist ein Porsche. Es gibt hier zwei verschiedene Pista. Welchen Pista hattest du? Ich hatte den Pista Growler. Ah, Pista Comet. Ja, ja, der Pista Comet S2 ist, glaube ich, der Porsche 992. Also dieser ganz, ganz, ganz neue. Ich muss mir das mal überlegen. Wir holen jetzt erstmal ein bisschen Merchandise ab. Mängel, du säufst ja gar nicht. Ich habe gerade schon getrunken. Wie viel soll ich denn noch trinken? Ja, komm, Nick. Dann mache ich jetzt. Dann mache ich auch noch mal. Ja, komm, warte auch ein. Sauf dir auch schön einen rein, Mängel. Ja, lass mich da dran. Ja, kannst du nicht, während ich trinke? Nee, du genießt gerade. Ah, na toll. Ist das ekelhaft. Bist du denn? Du bist ekelhaft. Nee. Ja, was machst du jetzt? Oh ja. Ja, ich schütte auch ein bisschen was ein. Oh, geil. Da rechts rein und jetzt einfach mal ein bisschen rein. Ja, ich nehme auch einen Schluck. Oh, das war geil. Ich bin weg. Hör ich voll auch aus. Das ist ein Zufall. Ich bin weg. Und, in First Person ist nicht schlecht. War noch den Fallschirm zu viel. Ja, aber oh, da komme ich, da komme ich, da bin ich. Was eine sanfte Landung. Moin, Du wackelst das ganze Auto direkt. Okay. Ach, den muss ich klauen. Ja. Auf oh Gott, Alter, ich wurde gerade angeschossen. Zu spät. Tschüss, Sommer. Ja, sorry, ich musste fliehen. Kein Ding, ich habe eine Schrotflinte. Okay, ich schüttel die Cops ab. Ich werde mich hier verstecken. Okay, ich bin hier in so einer Seitengasse. Wir haben die Mini-Palutens, die Schneckchenkissen und was ist noch da hinten drin? GLP-Comic? Und nee, wann kriegen wir endlich... Das trauen die sich nicht. Die Zombie-Livestreams sind da drin. Die Livestreams. Das ist mein Merch, ja. Livestreams. Irgendwann wird hoffentlich der Tag kommen, an dem ich so eine kleine Zombie-Puppe in meiner Hand halte. Das würde ich mir wünschen. So ein kleiner Zombie mit so einem süßen Zylinder. Boah, ich hatte doch... Irgendwo hier hinten habe ich noch so einen kleinen Zombie. Ja, aber ich möchte so einen offiziellen. Offizieller geht's nicht. Wo sind denn die anderen? Wir sind zu schnell. Wieso? Habt ihr schon die Cops abgeschüttelt? Ja, ich hab. Wir sehen, wo wir hin müssen, auf jeden Fall. Ach so, ja, aber ich wollte erstmal. Ich hab jetzt auch die Cops losgebrochen, ja. Ich fahre nicht beim Friseur drin. Ich bring den Merch jetzt darunter. Das war knapp. Habt ihr auch Merch? Also, habt ihr auch so ein Laster? Nee. Ach so, okay. Mängel, weißt du noch, was dein erster Merch war? Ja. Was war's? Also irgendein komisches, bedrucktes Shirt auf Spreadshirt. Ah, so wie jeder. Ja klar, das waren halt die 2014 Zeiten, glaube ich. Naja, okay, da hatte ich ja noch nicht so. Mein erstes war, glaube ich, wirklich mein Who What Shirt. Bei dem ich ein bisschen traurig bin, weil ich habe selber nicht mehr diesen Merch. Ich wollte irgendwann mal auf eBay Kleinanzeigen oder so mir den nochmal kaufen. Weil es den, also ich will halt wirklich so ein Original-Shirt davon. Mein Papa hat noch eins. Ja, dann klau. Nee, das kann ich ihm nicht antun. Auf zum Zielort, Maudado. Er trägt es jeden Tag. Er trägt es wirklich oft. Er ist auch stolz da drauf. Das ist mein Vater sehr, sehr sweet, was das angeht. Bella Maudado. Komm nicht allein, wir müssen ihn beschützen. Alter, ja, ich habe hier Luftunterstützung. Ich bin Erster? Ja, weil wir ja warten mussten. Ja, ich war beim Friseur. Was? Ich bin beim Friseur. Der hat nicht aufgemacht. Gehst du zum Friseur, Menü? Nee. Oder lässt du einfach wachsen? Oh Gott, Maudado, du Kranker. Maudado! Aua. Maudado hat sich jetzt schon zweimal umgebracht. Was ist mit dem Jungen los? Wird nicht das letzte Mal sein. Ich wollte für Paluten cool fliegen. Ich wollte ihn beeindrucken. Doch, du hast es geschafft. Du hast mich beeindruckt, Maudado. Muss ich zugeben. Danke. Ich weiß jetzt nicht, ob das so positiv ist, Zombies aber... Tod war nicht umsonst. Nö, der Zombies Tod ist nie umsonst. Das stimmt. Bin ja auch untot. Der war echt gut. Ich fand ihn wirklich gut. Ich auch. Ah ja, in der Luft. Noch eine Minute, hier wäre alles explodiert.
Ah, da, ja. Ich bring's bei Pegasus rein. Und rein damit. Hat sich aufgelöst. Ja, und die Kiste da drin. $10,000. Das war jetzt alles? Ah, da fliegt das. Ja, geht los. Und jetzt? Ja. Er ist einfach weggeflogen. Jetzt hat das Skater-Merchandise aus dem Land geschmuggelt. Was ein Held. Ach, guck mal, nee, das landet jetzt bei mir wieder. Ja. Ist es nicht wieder die kleine Insel? Ja, ja, es ist Perigo. Oh. Wir sind back. Hey, warum? Ich bin wir sind zurück, Jungs. Hallo? Palette ist da alleine? Wie, seid ihr nicht da? Nee, nein, auch nicht in der Sequenz. Ich sehe nur dich Palle. Da. Ich sehe nichts. Ich bin auf der Party. Ja, guck mal hier, jawohl, wir sind da. Jawohl. Was haben wir gemacht? Warum sind wir wieder hier? Ich weiß ja auch nicht. Das ist ja richtig cool. Hey. Oh ja. Oh ja. Oh, let's go. Oh ja. Oh, Zombie, Alter. Was mit Maudado? Ist er denn irgendwo reingegangen? Ist nicht da. Ich kann mich. Was ist in der Nähe? Ich war anscheinend zu weit weg. Und jetzt? Alter, wir haben hier den Spaß. Bella, Leute, Leertaste! Okay, Leertaste, Intensitätsschub, let's go! Ach, da ist doch Maudado! Wo? Hier, da! Stimmt, er ist hier am Eingang. Ich flieg hier wieder weg, tschüss. Ich auch. Hä? Die Insel ist super komisch. Ja, das war auch ein komischer DLC. Der war irgendwie so mega gehypt und dann war einfach scheiße. Oh ja, oh, hey. Begann. Hallo, na? Madrin. Na? Wo ist mein Auto? Du stinkst nach Scheiße. Gerne streicheln. Ja, du weißt nicht, wo du stinkst nach Scheiße. Komm her, bitte. Triss mich nicht. Komm in meine Arme. Nee, ich will ja nicht kriegen. Ich will ihn nur einmal. Okay, wenn du es einmal schaffst. Okay. Ist er wieder da? Ja. Halt ihn auf, Maudado, bitte. Ich lande auf dem Mace Bank Tower. Nein, zerstör nicht mein Flugzeug. Damit kann ich ihn bremsen. Du hast doch dein Ei. Hör doch auf, ich bin fast tot. Menu, ich habe nur noch ein Fipselchen Energie. Du hast gesagt, nein, dass ich dich kriegen soll, hä? Nimm dir einfach ein Flugzeug. Nein! Oh Mann! Kein Flugzeug für euch. Da links ist eins, Palette, komm. Ja, ich nehm das. Ich will mit. Nein, Tom, ey, bitte! Kein Flugzeug für euch. Ey, Palette, Maudado. Wow, Maudado. Das ist wieder... Ich wollte Mahnung treffen. Warum? $390 von Palette. Ja, weil ihr ohne mich gefeiert habt. Das war meine Wut. So. Palette, hier. Komm rein. Nee. Ich werde selber fliegen. Flugzeug für euch. Ich bestell ein besseres Flugzeug. Was ist mit Zombie? Zombie, bitte. Vor mit diesem Zombie. Beschissenen Gesicht. Bitte, nein, Zombie. Nein. Zombie, nein. Hab ihn. Ja. Ich hab nichts gemacht. Hallo? Ja, das wissen wir nicht, Zombie. Ich einfach. Du hast mich gerade viermal gekillt. Ich hab dich nur in die Luft gesprengt. Erschießen ist was anderes. So. Ja. Zombie dann immer so emotionslos gesagt hat. Wir fliegen lieber. Immer so emotionslos gesagt, dass ich nicht dachte, dass er wirklich was gemacht ja, hat. Ja, das sind ja. Hast du ein goldenes Flugzeug, Maudado? Ja. Maudado hat alles, ich hab den goldenen Luxor, ja. Aber Maudado hat den goldenen Luxor wieder ganz ironisch. Ja. Mhm. Dabei glaube ich, der dass... Der so wie er seine Rolex halt ironisch trägt. Das stimmt. Rolex. Doch, du hast eine Rolex, Maudado. Ich habe sie gesehen, als du eine. Hier warst. Ja, das, deswegen warst du hier in München. Hast du irgendwie ein Alkoholproblem? Ja, ich nicht, nur meine Mitfahrer. Ach so. Wir landen hier auf dem Maze-Bank Tower. Ja, ja. Wo sonst? Okay. Oh, Palut ist gestorben. Können wir mich abholen? Was ist das denn passiert? Wo? Ja, natürlich. Ich bin unten. Wo? Unten? Ja. Unter dem Maze-Bank Tower. Ja, okay, da kann man echt schwer landen, aber ich werde es probieren. Okay, warte, ich gehe auf eine Freifläche, wo man eigentlich gut... Ja, ich springe hier runter, da kann man gut landen. Es ist egal, wo du dich jetzt hinstellst, es stimmt jetzt eh. Nein. Ich stelle mich dahin... Palut glaubt noch wenigstens an mich. Ja, ja. Ach, der Zug ist abgefahren. Doch, ich sag, er schafft es. Weil hier ist eine gute... Alter, sag mal, was willst du denn? Er biegt ab, er ist jetzt so, gleich bei dir. Weg da. Und, ja, ich fahre mit dem Auto dahin. Da links oder wo? Hier, da wo ich bin. Hier ist viel Freifläche. Ich land hier oben. Alter, ich hab nur so ein Flugzeug gesehen, was so richtig World Trade-mäßig durch die City geflogen ist, Alter. Und jetzt wenden wir auf der Kreuzung. Bist du gelandet? Ja. Als ob. Warte, ich komm. Da kannst du dich einsammeln. Ist gelandet? Doch, der ist gelandet. Der ist da. Ich hätte noch leben können. Ja. Den wenn du Maudado mal vertrauen. Eben. Alter, weißt du, wie oft ich schon bei Maudado im Auto oder im Flugzeug war und enttäuscht wurde? Aber auch nur, weil du nie an ihn geglaubt hast. Ja, das stimmt. Ich habe immer an ihn geglaubt. Nee, eben nicht. Bis zum 50. Tod. Nee, du hast nicht an ihn. Oh, ich höre das. Stopp, Maudado. Ah, bist du hier? Ja, ich bin hier in der
in der Baugrube. Ja, der SUV hinter mir macht Stress, komm mal. Schon. Ah, ja, die scheiß SUV-Fahrer, scheiß Alter. SUV. Ihr verpestet unseren Planeten! Ja, Flugzeuge sind viel besser. Von Goldene. Alter, hat auch so ein, der hat so einen Hammer, Alter. Einen Lütten hast du, so einen Schniepel. Warte, ich komm auch. Willst du fliegen? Nee, du landest, oh. Maudado. Oh, so wie du. Oh, jetzt bist du ausgestiegen. Ja, aber jetzt fliegt Manu. Warum fliegt denn jetzt er? Ach nein. Ja, oh, ja, nein, der kann nix. Nice. Oh nein. Wir werden sowas von. Ich saß so häufig mit ihrem Flugzeug und er ist einfach nur rausgesprungen. Ja, der kann auch nichts. Junge, ich lande jetzt easy auf dem Mason Tower. Auf wie ein Rentner? Wie ein Rentner? Gold. Hä? Rentner? Rentner? Wow. Du bringst uns einfach um. Erstmal eine Zigarette. Eine Zigarre. Maudado, hier im Flugzeug wird nicht geraucht! Aber warum sind die hier? Ich seh das doch da hinten! Der isst gerade, du versaust in sein Essen. Oh ja, ich seh's, wie er hustet. Ein Teufelzeug ist das. Jetzt aber mal Real Talk, Leute. Rauchen ist echt das Dümmste, ja, was ihr in eurem Leben machen könnt. Ich trinke auch nicht im Real. Hast du schon mal was getrunken? Nee. Echt noch nie? Ich hab leicht genippt an allem, aber alles hat mir nicht geschmeckt. Warum ist da jetzt Umhelikopter? Geschmeckt, aber nur genippt. Und ansonsten nicht. Ich hab mal, als Dame ich vier Maudado. War... Ich hab, als ich vier war... Als ich vier war, waren wir in so einem Hotel und da habe ich zum Frühstück Traubensaft geholt. Aber es war gar kein Traubensaft, das habe ich dann ausgespuckt. Das war einfach Wein. Ich weiß nicht, warum fünf. Es war einfach Wein. Dem ist er Alkoholiker. Ich weiß auch nicht. Irgendwie schmeckt das mir alles nicht. Es ist, nee, das schmeckt ist ja auch scheiße, aber darum geht's ja, glaube ich. Achso, ja, ist wahrscheinlich wie Kaffee, dass man sich irgendwie erst abhärten muss. Aber ja, genau. Kaffee hat mir schon immer geschmeckt. Also Kaffee schmeckt mir auch nicht. Doch, nee, Kaffee ist auch Kaffee. Ultra eklig. Mmh. Tee ist halt sick. Ja, Tee ist nice. Ja, schmeckt auch gut. Also ich trinke eigentlich alles so, gerne. Mann, wie landest du jetzt drauf? Der kriegt nichts hin, der landet auch so nicht. Wir sind zu schnell. Hallo. Ja. Oh, mein Mann, was? Als ob, Junge. Geflippt. Und er hat sogar noch den Fallschirm geöffnet. Ja. Das war nice. Lebst du noch? Ja, ich bin gerade zu euch mit meinem Fallschirm. Warte, so jetzt komm kann zu ich mir, Manu, fang das, mich. Das ist deine letzte Chance. Manu, fang mich doch bitte. Nee, ich hab nur eine Chance. Ah, ich kann dich echt fangen. Ja, nicht mit. Nein. Ja, toll, jetzt hast du damit meine Schnäbel. Gib mir noch eine Chance. Das ja, war okay, eine Chance hast du noch, weil ich will in mein Sandwich beißen. Du kannst auch jetzt noch deinen letzten Bissen, bevor wir sterben. Nein. ich möchte mich bei den Zuschauern entschuldigen, dass ich gerade ein wenig unappetitlich esse. Es tut mir leid. Ja, darauf stehen die Leute. Bin ich mir nicht so sicher. Das ist zu schnell. Ja, ey. Jetzt reicht's. Wie kann man nur so schlecht sein? Palette macht halt Druck. Gib mir noch 30 okay, Manu, Versuche. Nein. Siehst du diese Brücke, die große? Wo nein. Lande da oben. Nein, ich mach das jetzt. Da ist Blut auf unserem Flügel. Ja, das ist Zombie. Oh, das sind die letzten Reste von dir. Oh, das bin ich. Als ob. Als ob. Kein Problem, Leute. Respekt. Da ist er mal wieder. Gute ja, L.A. Hauptflugplatz. Das wird jetzt hier runter. Abgeliefert. Du hast mich getötet. Was? Was? Das hatte ich umgebracht? Was ist das denn für ein Lauch? Das ist so der klassische Manuel. Ja. Er macht irgendwas und sagt, was? Das hat dich umgebracht? Ich kann es kaum glauben. Das kann ich wirklich nicht glauben. Leute, das war eine schöne Folge GTA 5 Online. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut unbedingt bei Zombie, Maudado und German Let's Play vorbei. Die sind alle drei ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Dort gibt es traumhafte weitere Videos. Ich wünsche euch allen jetzt noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Tschüss. Tschüss.